Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Wir kennen uns ja bereits, Sie kennen einige Podcasts oder Gespräche von mir auch schon mit anderen Menschen. Heute möchte ich mich mit jemandem sehr Interessantes unterhalten, und zwar mit dem Eberhard Borisch. Eberhard, du bist systemischer Coach, Lehrcoach. Was machst du denn konkret? Wie hilfst du Menschen konkret? Wie sieht es aus bei dir? Das ist eine einfache und schwierige Frage. Okay. Denn was ich konkret mache, ist eigentlich relativ einfach. Ich rede mit Menschen, die eine Frage haben an sich selbst, die sie lösen wollen. Okay. Das, was mich auszeichnet, ist, dass ich ein Modell im Kopf habe, das davon ausgeht, dass alles mit allem zusammenhängt. Und ich mich bemühe, neben dem, was mein Gesprächspartner gerade als problematisch empfinde, auch noch alle anderen möglichen Einflussfaktoren im Blick zu haben und die, wenn nötig, ins Gespräch zu bringen. Okay, also wenn ich das richtig so verstehe, wir haben uns ja auch schon mal vorher unterhalten, ja. Ist es so, dass du einfach die Gesamtheit der Person siehst mit dem Innen und Außen und das miteinander verbindest, um dann Menschen konkret zu helfen, bestimmte Herausforderungen zu lösen. Ja. Ist das richtig so? Das ist nahezu richtig. Nahezu richtig. Wir leben als Menschen ja nie alleine, sondern wir sind nur denkbar mit einer Umwelt, insbesondere mit einem Du, das uns gegenüber ist. Also ich versuche nicht nur den Menschen innen und außen, was immer das ist, zu sehen, sondern den Menschen mit seiner Umwelt und der Interaktion zwischen dem Hilfesuchenden und der Welt, in der er lebt. Okay, also da fällt mir was ein, und zwar die Welt, in der man lebt. Wir alle leben ja in einer Welt, die wir für uns individuell immer unterschiedlich wahrnehmen. Ich denke mal, es gibt so viele Welten, wie es Menschen gibt, weil jeder die Welt ja anders sieht. Sich selbst und die das Umfeld. Du hast mir gesagt, dass das Umfeld, dass die Umgebung quasi dafür verantwortlich ist, dass man sich überhaupt wahrnimmt, weil man nimmt sich ja in Bezug auf das Umfeld wahr. Richtig? Ja, genau. Wobei ich es noch schärfer formulieren möchte. Ja. Es ist nicht nur so, dass wir die Umwelt wahrnehmen, sondern wir sind nur, wenn wir Umwelt haben. Ein Mensch ohne Umwelt ist tot. Okay, und das heißt also, wenn jemand eine bestimmte Umwelt wahrnimmt, so, dann lebt er quasi dieses Umfeld wie ein, ich möchte fast sagen, wie ein Film, den er selber quasi kreiert, indem er einen bestimmten Blick auf sein Umfeld eben hat. Das ist die wissenschaftliche Deutung, richtig. Okay. Ich denke, das ist genau richtig. Ich denke, wir durch unsere Wahrnehmung sind wir Mitschöpfer unserer Umwelt. Wenn wir leben, also naiv im besten Sinne leben, unser Alltag gestalten, erleben wir das natürlich nicht so, sondern wir erleben die Umwelt als etwas, was draußen ist und in dem wir uns unabhängig davon bewegen können. Also das macht für mich so den Eindruck, als wenn jemand so in Anführungszeichen naiv, wie du sagst, lebt, dann wird er ja quasi gelebt, gefühlt, oder? Oder gefühlt gelebt. Und das geht den meisten Menschen ja, denke ich mal so. Sie fühlen sich ja oft als Opfer ihrer Umwelt, ihres Umfelds. Kann man das so sehen? Das ist eine gute Idee. Die könnte ich gut weiterverfolgen. Das heißt, an dieser Stelle könnte ich als Coach ja hilfreich eingreifen, diesen Zusammenhang aufzeigen und zeigen, dass der einzelne Mensch ja Mitgestalter der Umwelt ist.
Also einen Einfluss darauf hat, wie er die Umwelt sieht. Und er hat vor allen Dingen einen Einfluss darauf, wie er mit ihr umgeht. Okay, das heißt also, wenn Leute ihr Umfeld, sagen wir mal, betrachten und dann sehen, okay, das passt mir so nicht oder gefällt mir so nicht, dann kann ich als, sagen wir mal, Entwickler oder ja, Entwickler meines Lebens quasi, als für mein Leben Verantwortlicher auch dafür sorgen, dass das sich ändert, wenn ich mein Verhalten ändere. Exakt. Ist das? Ich könnte das nicht besser formulieren. Okay. Also danke. Ich habe Einfluss auf den Lauf der Welt, zumindest in meinem Lebensbereich, indem ich mein eigenes Verhalten ändere. Denn auf mein Verhalten habe ich natürlich Zugriff. Okay. Also ich habe da Erfahrungen auch aus dem Thema Vertrieb. Und da möchte ich gerne einmal eine Frage an dich stellen, weil ich viele Leute im Vertrieb, im Verkauf gehört habe, die sagen, du musst nur das und das tun und dann hast du den und den Erfolg. Manch einer sagt sogar, wenn jemand das Gleiche tut wie jemand anders, dann wird er exakt die gleichen Ergebnisse haben. Würdest du da, was sagst du dazu? Das finde ich eine lustige Idee, weil die durch einfache Lebenserfahrung schnell zu widerlegen ist. Wenn das okay. Leben so simpel wäre, hätten wir deutlich weniger Probleme. Das Problem ist ja, dass die Welt um uns herum, also unsere Mitmenschen, auch die materielle Welt bei dem, was in Zukunft passiert, also was gleich morgen und in einem Monat, einem Jahr passiert, mitspielt. Ich habe Einfluss dabei, aber ich kann nicht bestimmen, was das Endergebnis ist. Das ist leider nicht möglich. Umso wichtiger ist es, dass es gelingt, Gleichgesinnte zu finden, damit möglichst viele in einer vergleichbaren, ähnlichen Richtung agiert. Das heißt also im Prinzip, wenn jetzt jemand sagt, ich bin ja im Prinzip doch abhängig bzw. Opfer meiner Umgebung oder meines Umfelds, dann kann ich das auflösen, also die Problematik auflösen, indem ich einfach mich mit Menschen umgebe, Menschen suche, die genauso ticken wie ich, die gleichen Ziele vielleicht sagen wir mal, verfolgen, gleichen Einstellungen haben, gleiche Lebenseinstellungen oder ähnliche Lebenseinstellungen. Und wenn ich dann mit denen an einem Strang ziehe, habe ich automatisch bessere Lebensergebnisse, auch beruflich wie auch privat. Ist das richtig so? Exakt. Man kann das nicht besser sagen. Wir können die Opferrolle jederzeit von uns weisen und handelnd werden und uns mit anderen handelnd verbinden. Mit ganz gar nicht schlechten Aussichten auf Erfolg. Okay, also das heißt, gerade in so schwierigen Zeiten wie jetzt beispielsweise, ist es wichtig, dass man sagen wir, eine Gemeinschaft findet oder Gemeinschaft sucht, die aus Menschen besteht, die ähnlich ticken, ähnliche Ziele haben und sich gegenseitig unterstützen, damit die Gruppe, die sich dann bildet, gemeinschaftlichen Erfolg hat. Ist das, kann man das so sagen? Genau so sehe ich das, ja. Okay. Alleine sind wir ziemlich wirkungslos, wenn es um größere Zusammenhänge geht. Okay. Während als Gemeinschaft, das gilt ja nicht nur für den Einzelnen als Lebewesen, das geht für politische Gemeinden, das gilt für, ist im Augenblick ja hochaktuell, es geht für den Zusammenhang von Ländern und Staaten. Also positive Wirkung wird man nur zusammen mit Verbündeten erzielen können. Ja,
Und wenn diese Verbündeten fair miteinander umgehen und auch faire Ziele verfolgen, dann ist das sicherlich auch für die Gemeinschaft, für die große Gemeinschaft am effektivsten und am lohnendsten. Ne? Genau, Okay, genau. wir sehen das ja jetzt auch in die Weltgemeinschaft, ja. Also wenn da beispielsweise wie in einem, ja, nehmen wir mal eine Firma an, ne? Wenn sich da eine Gemeinschaft findet von Leuten, die eine bestimmte Interessenlage vertreten, genauso wie in der richtigen, im richtigen Leben, sagt man so schön, dann können die Firma und im Umkehrschluss möchte ich ganz einfach mal groß denken, die Welt positiv oder auch negativ beeinflussen. Kann man das so sehen? Stimmt. Ich habe gerade einen Artikel gelesen, da hat die Autorin darauf hingewiesen, wie wichtig es ist in Firmen, gerade wenn es schwierig wird, die Mitarbeiterschaft in die Denk- und Entscheidungsprozesse mit einzubeziehen. Ja, Und das das ist. ist eine absolut richtige Idee. Sie ist manchmal nicht sehr populär, da viele denken, ich weiß es besser als die um mich herum. Ja. Das mag ja auch manchmal stimmen, nur ich bin wirkungslos, wenn ich alleine recht habe. Das ist sehr richtig, empfinde ich ganz genauso. Ich denke mal, dass genau dieses Thema auch ein Thema für ein nächstes Gespräch sein wird, was wir miteinander führen. Und deswegen möchte ich mich jetzt erstmal recht herzlich bedanken bei dir für dieses tolle Danke. Gespräch und freue mich schon auf das nächste Gespräch, wenn wir genau über dieses Thema sprechen werden, in Bezug auf Betrieb, Gemeinschaft und warum ist es wichtig, dass man Menschen mit einbezieht in seine Gedanken, gerade was die Zukunft angeht, um die Zukunft auch positiv zu, ja, so beeinflussen. Ja, vielen Dank. Ich bedanke mich recht herzlich auch bei Ihnen, bei euch ja, fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch eine gute Zeit. Wir sehen uns demnächst. Bleibt uns gewogen. Bis bald. Euer Andreas Kott und Eberhard Borisch. Bis bald.